Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind heute auf der Strecke Wien-Westbahnhof nach St. Pölten unterwegs, die relativ neue Strecke von RSSLU. Wir sind mit CityJet unterwegs, der von Skyhook Games, der 4746, und das Szenario ist vom Dom aus racim.de. Kleine Sache zu dem, es gäbe eigentlich Ansagen vom CityJet. Zum Standpunkt, wo ich mir das Szenario geholt habe, funktioniert das aber noch nicht. Da muss hier noch eine kleine Anpassung gemacht werden diesbezüglich. Daher kommen die Ansagen vom RWN Hansa 2, damit wir die haben. Okay, ich würde sagen, raus aus der Pause und machen hier mal alles bereit. Führerstand an. Türen auf. Hallo. So, sind schon offen. Guten Morgen und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 6357, der nach Wien Westbahnhof fährt. Er hält in Tullnerfeld, Wien-Hütteldorf. Wie der Wien-Hütteldorf aussagt. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Also BCB ist scharf, SIFA aus, die nervt. Und ansonsten sollte das eigentlich eine ruhige Fahrt werden. Schauen wir mal ganz kurz wegen die Türen. Warum sind die zu? Hä? Kann ich jetzt auch nicht ändern. Naja. Oh, das ist so ein ekliges Geräusch. Und der fährt auf ein rotes Signal zu. Oh, das ist die Westbahn. Ach, Gott sei Dank. Oder haben wir hier dynamische Türen? Ich glaube, wir haben dynamische Türen. Ich habe ganz vergessen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Gleis 2. Die Abfahrt des Zuges 6357 nach Wien Westbahnhof um 7 Uhr und 6 Minuten. Uhr steht unmittelbar bevor. Bitte halten Sie sich... So, aber Signal ist nach wie vor auf Rot. Kriegen wir das noch grün? So, Tür dicht. Warum ist Signal rot? Ah, jetzt. So, Abmarsch. So, hier ist 80 angesagt. Ciao, St. Pölten. War schön hier. So, gehen wir hier mal ein bisschen raus. Ein schönes Foto. Boah, ich muss da, glaube ich, im Editor ein bisschen nachregeln. Ist ganz schön laut, der Uschi hier. So, dann gehen wir mal auf maximal 160. Ich hoffe, ich fange mir keine Zwangsbremsung ein. Das ist immer so ein Ding mit mir und der PCB. Zwangsbremsung passt immer. Ich werde die Strecke auch noch mal beim Tag fahren. Eventuell mit einem Rayjet oder mit 944. Habe ich auch ein entsprechendes Szenario. Damit man das ja noch ein bisschen bewundern können. Wenn es ja Tag ist. Oh, das schaut schon mal nicht gut aus. Och, nö. Ja, so viel zur freien Fahrt. Möchtest du schneller bremsen, bitte? Schneller.
Dankeschön. Nicht so geil. Oh, Ladehänger. Aber Gott sei Dank nur kurz. Den hatte ich auch schon bei der Testfahrt. Und ich muss sagen, jetzt fahre ich gerade mit der Vulkan-Engine. Ohne der Vulkan-Engine ist mit den Frames zumindest bei dem Szenario echt schlimm. Cool, wieder grün. So, bis mal wieder. Ankunft ist um 7:19. 26 Kilometer. Schienentechnisch ist hier ganz schön was los. Kann jetzt auch gar nicht sagen, wie authentisch die Strecke zum Vorbild ist. Es ist Jahre her, dass ich hier mal gefahren bin. Und auch dann habe ich nicht wirklich aus dem Fenster geschaut. Oh, warte mal. Du bist wieder ausgegangen. Aber ich glaube, ich werde mit dem CityJet noch etwas öfter fahren, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass da recht viele FIS-Pakete gibt. Da will ich gerne mal die Ansagen hier vom Zug dann hören. Macht dann ein bisschen mehr Laune. Haben wir eigentlich Fernlicht? Yes. Wir haben auch Fernlicht. Auch wenn wir nicht wirklich weitersehen. Schätzen aus Fahrgastansicht. S2, nächster Halt Salzburg Hauptbahnhof. Nein, ich glaube nicht. Hello. Kantig diese Sitze. Wo fahren wir denn eigentlich drunter? Und da war ETCS. Ah, große Freiheit. Endlich draußen. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Cinematic hinbekommen. Immer diese Ansicht von oben. Mach doch mal seitlich. Mensch, alles muss man selber machen. Gehen wir mal hier hin. Oh, jetzt sehe ich es erst. Wir sind ja hier dreiteilig. Ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang. Oh ja, hier müssen wir mal Hochgeschwindigkeit fahren. Keine 250 durchbrettern. Das wird ein Fest. Könnte man eigentlich auch mal mit dem ICE machen. Der Rangejet bin ich jetzt letzte Zeit ein paar Mal gefahren. Auch so, ohne dass ich es aufgenommen habe. Hätte da gerne mal ein bisschen Abwechslung. Aber gut, Rangejet wird sich halt schon. Wird schon passen für die Strecke. Wie weit ist denn der Wien-Westbahnhof entfernt? 45 Kilometer. Okay.
Es ist ein bisschen schade, dass sich dieses eine Geräusch da im Hintergrund, dieses Drrr, Drrr, immer wieder wiederholt. Ich glaube, wenn man dann 2-3 Stunden mit dem CityJet unterwegs ist, könnte es ein bisschen nervig werden. Könnte man sich die Zeit nehmen und mal unter den Assets nachgucken, wo das Soundfile für genau das ist, und dann weglöschen. Wieso geht der eigentlich nicht komplett hoch auf 160? Oder ist das mehr so ein Safe-Ding? Speed Limiter, was kann man hier noch schon? Okay, es ist nur die Steuerung für den Tempomaten aktiv da. Kaum beschwere ich mich, geht er auch rauf mit der Leistung. Ja! Le ICE. Da ist er ja. Frag mich gerade, wie alt diese Strecke hier ist, weil das sieht alles ziemlich neu aus. Also nach einer schönen Neubaustrecke. War ich die ganze Zeit mit Fernlicht? Hallo? Fernlicht? Jetzt geht er gar nicht mehr aufs Fernlicht. Oh, was ist jetzt da los? Nur mal kurz nach draußen schauen. Normales Licht. Hallo? Kein Fernlicht? Okay, Fernlicht geht gerade irgendwie nicht mehr an. Ist nicht so schlimm, aber schön wäre es gewesen. Ist du da gelb? Ist, oder ist es der Tunnelausgang? Nein, das ist der Tunnelausgang. Ich dachte schon, das wäre so ein gelbes Signal hier. Das war's doch gleich. Ja, okay, es war ein gelbes Signal. Aber nicht für mich. Also für die 18 Euro, was das kostet, ist man halt viel im Tunnel unterwegs. Wir könnten uns beim nächsten Halt mal die Streckenkarte anschauen, damit wir wissen, was wir eigentlich jetzt hier so alles zu fahren haben. Aber nicht während der Fahrt, sonst hat es mir doch irgendwie so ein Signal rein, was ich nicht gesehen habe. Und dann stehen wir schon wieder. Ich habe mir auch überlegt, dass ich vermutlich sehr selten oder gar nicht mehr TS Classic streamen werde. Ich habe das jetzt letztens ein paar Mal versucht. TS Classic ist mir ein paar Mal dabei abgeschmiert. Und TS Classic dann wieder zu starten, dauert zumindest bei mir ein halbes Jahrhundert. Und wenn ich es dann mit den Airbnb Hans auch noch machen will, dann erst recht lange. Ist einfach nicht praktikabel. Ich glaube, da werden wir dann generell zu Simrail, TSB World ausweichen oder sowas. Und so die Aufnahme einfach für mich machen, weil da habe ich jetzt keinen Zeitdruck. Die müsst jetzt die Pause-Screen anschauen. Also ein bisschen schade ist. Ja, dann bremsen wir mal runter.
Och nö. Arsch. Und der ist gerade so vor der Einfahrt. Kannst du bitte schneller bremsen? Halt, Tullner Feld. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Rauchen ist ungesund. Ah, da vorne müssen wir dann rein. Okay. Oh Scheiße, fahr ich da jetzt auf. Ja, ich fahr einfach rot zu. War ja klar. Und aufs Äußerste. Ich glaube, da links steht was. Genau jetzt sollten wir ankommen. 7:19 ist es jetzt. Wo ist der Magnet? Da vorne ist er. Und Talent. Überwachung auf 45. Gut, bleiben wir hier mal stehen. Oh, der hat vor mir Ausfahrt. So, wir gehen mal hier raus. Nice. Mein Kollege. Schau mal mit Hintern aus. Ah ja, passt ja. Alles brandneu hier. Mensch, mit dir sollten wir eigentlich auch mal wieder fahren. 60-20 macht auch Spaß. Das Einzige, was ich nicht schön finde an solchen Bahnhöfen ist, die sind einfach irgendwie klinisch rein. Gleis 1. Bitte halten Sie sich von den Türen fern. Ja. Du bist gut. Gleis 2 fährt das eigentlich ab. Achso, ich wollte mir den Gleisplan angucken, ne? Werden wir hier stehen. Set the player. Da sind wir. Und die ganze Strecke. Wow. Okay, das bestätigt es. Also dann ist das hier die neue Schnellfahrstrecke und das ist die alte Strecke da unten. Doch hundertprozentig so. Okay. Jetzt habe ich gerade irgendwie Bock auf die alte Strecke. Das sieht witzig aus. Und dann hier Wien. Was ist das hier? Wien Hauptbahnhof? Wien Meizensdorf Seiding. Wien Meidling. Und das da oben dann Wien Westbahnhof, oder? Ja, Wien Westbahnhof, der Kopfbahnhof. Den kenne ich noch. Und da schaut es ganz schön wild aus da vorne. Ciao, Kollege. Also nächster Halt, Wiegenhütteldorf, Plattform 4, 734. Glaube ich, wird nichts. Ich glaube, da fehlt mein Acid. Das klang jetzt gerade irgendwie wie ein Raid-Chat. Ach nee, ich habe den einfach noch nicht gesehen. Du bist der Nacht... Ach, das ist der Nachtzug, den wir vorher gesehen haben. Wird er jetzt auch noch vor mir rausgelassen? Ah, wir spielen das Wartespiel. Okay, damit ihr da jetzt nicht allzu lange warten müsst, würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen kleinen Cut. Und sobald man hier die... Wir machen keinen Cut. Gut, dann tschüss mal.
25 km/h. Komm, sei wieder glücklich. Dankeschön. Ah, schön. Frag mich an der Stelle, was hat eigentlich ein Nachtzug für ein Ranking her? Steht der über Regio oder unter Regio? Oder ist das eher wie Güterzug von der Wertung her? Yes, 160. Warten wir noch einen Moment. So, jetzt aber. Also Spiel, wie viel spätet kommen wir an? 36, 4, 2 Minuten. Sportlich. Man sieht ja echt nicht viel. Wir müssen dann wirklich beim Tag fahren, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Neutrale Sektion kickt auch nicht rein, ne? Okay. Schauen wir mal, ob wir hier mal ein paar Sexys hinkriegen. Ja, geht doch. Ah, es ist jetzt schon kommen, dass hier ein Texturpack kommen wird. Das ist irgendwie obligatorisch bei jeder Szenerie von RSLO. Was sollen eigentlich diese komischen Hügel da links sein? Die sehen so komisch aus. Cooles Tunnelportal. Wieso geht mein Fernlicht nicht? Ne, verstehe ich irgendwie schon überhaupt nicht. Muss jetzt irgendwas getriggert haben, dass es nicht mehr geht. Sie haben die maximale Verwendung des Fernlichts erreicht. Werfen Sie 2 Euro ein, um weitere Male das Fernlicht anzumachen. Boah, das wäre irgendwie voll schlimm, ne? So wie bei den Autos, wo es Features nachträglich freischalten muss per Lizenz, obwohl es im Auto verbaut ist. Ey, das ist doch der größte Scheiß überhaupt. Aber, ich meine, Tesla macht's, Mercedes macht's, Audi ist gerade die höherpreisigen. So Sachen wie Sitzheizung. Verbaut, ja. Nutzen darfst du es nicht. Brauchst erstmal eine Lizenz dafür. Also, wenn ich ein Auto kaufe, dann will ich das Auto zu 100% haben mit allem, was drin verbaut ist und nicht irgendwie so eine Standardversion. Und dann muss ich noch für die Nutzung zahlen. Also, wie hier? Also, wie kann man nur so blöd sein und sich dann so ein Auto kaufen? Und wenn, dann glaube ich, will ich zu der nächsten Dark Webseite gehen und mir dann irgendwie ein Hack raussuchen. Also, ne. Zahl doch nicht für die Sachen, die wir schon hören. Aber so wollen sie halt einfach noch mehr Geld machen.
So, wir haben es noch knapp 12 Kilometer. Sollen da in 5 Minuten da sein. Bestimmt wird aber ein rotes Signal auf mich warten. Es wäre schön, wenn ich in Wied-Westbahnhof ankommen könnte, ohne dass ich einmal eine Zwangsbremse gekriegt habe. Ich glaube, die Ladedistanz ist irgendwie 3-4 Kilometer, wo er die ganzen Sachen hier nachlädt. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, wie sie den Tunnel hier gestaltet haben und vor allem, dass auch diese Belüftungsturbinen immer wieder mal zu sehen sind. Nur diese Ladedruckler sind doof. Aber ja, die ist Standard. Ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich mir für die ÖBB wieder die Vorteilscard hole. Jetzt würde ich mal alle 2 Monate mal in die Heimat reinfahren. Und dann von Arlberg bis knappe Kufstein. Ich würde mal, wenn ich da ein paar Mal fahre, und ein bisschen Geld sparen. Also mal schauen, was jetzt aktuell kostet. Das ist, seitdem ich in der Schweiz bin, habe ich mir die halt nie wieder geholt, weil ich es halt nicht brauche. In der Schweiz halt dafür des Halbtags. Das rentiert sich echt schnell. 50% Rabatt auf alle Tickets. Boah. Jetzt ist aber schon ein bisschen am Ruckeln hier. Ach nö. Ist schon wieder. Oh, was war das jetzt? Ach man, voll in die Eisen bitte. Bitte schneller bremsen. Jetzt ist ja gar nichts mehr. Ich sehe nichts. Oh oh. Doch wieder gut. Warum ist jetzt so dunkel hier drin? 120. Ah, dankeschön. Ah, für was habe ich jetzt diese Bremsung hier gekriegt? War das wegen dem blöden Talent da vorne? Nicht richtig, dass es jetzt hier so komplett dunkel ist. Da kann doch nicht alles noch Tunnel sein, oder? Doch, das war... Okay, krass. Ah, wieder langsamer. War zu erwarten. Jetzt muss er die ganze Stadt Wien nachladen. Viel Spaß.
Nächster Halt, Wien-Hütteldorf. Hütteldorf nennt man das. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Man sieht aber da jetzt sehr viel vom Bahnhof. Ach, da vorne. So, geplante Ankunft 34. Naja, fast pünktlich. Also manchmal würde ich mir wünschen, er würde mal alles laden, anstatt immer so nachzuladen. Wo ist die Haltemarkierung? Ah, die geht eh bis nach vorne. Okay. Södre. Ich würde sagen, da bleiben wir jetzt stehen. So, Tür auf. Ich vermisse gerade irgendwie die Haltemarkierungen. Also mit den Meterangaben. Schauen wir uns mal um hier. Okay, da geht's noch irgendwo hin. So. Abfahrt. Was war das jetzt für ein Sound? Bin ich jetzt zu früh ins Gas reingegangen? Zu Ihrer Sicherheit bitten wir Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen und uns jedes Paket oder jeden Gegenstand zu melden, den Sie für verdächtig halten. Wir danken Ihnen für Ihre Wachsamkeit. So. Wien Westbahnhof müsste jetzt dann eigentlich gleich mal kommen. Da dürfte es dann eigentlich auch von den Wagen her ganz schön abgehen, weil auf der Karte sah es so aus, als wäre hier echt viel los. Moment, nehmen wir mal da 40. Westbahnhof Einfahrt wäre sicherlich auch mal interessant in Railroad. Also mal schauen, ob bestimmt jemand schon auf die Idee kommt, da irgendwie Wien nachzumachen. Boah, das ist so ein Vorfeld in TD2 oder Simrail. Ui. Das ist irgendwie auch eine komische Farbstimmung. Irgendwie so orange wäre irgendwie schöner. Gott sei Dank kriegen wir jetzt nicht voll den Blendeffekt von der Sonne. Ja, wird man gar nichts mehr sehen. So, drei. Wir dürfen schneller fahren.
Ah, und da ist das gigantische Vorfeld. Was ich gerade ein bisschen nass mache beim Laden. Ein 100. Ja, da steht ein bisschen was rum. Na komm, Spiel. So viel hast du jetzt nicht mehr zum Laden. '95. Oh, was ist denn das für ein Halt hier? Kenn ich jetzt gar nicht. Was war da? Wien? Ah, ist viel zu schnell vorbeigegangen. Jetzt sei irgendwo nach links weg. Ach ja. Und wieder langsamer. Und da vorne ist schon Leggy Wien Westbahnhof. Alter Scholle, was steht denn hier alles rum? Ah! Mensch, da ist aber fleißig gewesen mit Blocks platzieren. Deswegen glaube ich, freut sich auch die Performance so. Ja, L44. Mit dir habe ich gerade noch einen Soundmod installiert. Mit dir muss ich mal fahren. Stand da jetzt? Ah. Aber bunt durchgemischt hier. In wenigen Augenblicken wird unser Zug in Wien Westbahnhof, unserem Endbahnhof, ankommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nichts im Zug vergessen haben. Genau. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, die Reise war eigentlich soweit ganz angenehm. Aber ein bisschen mehr Lag-Free wäre noch schön gewesen, aber hab schon Schlimmeres erlebt. Ist okay. Ja, ich hoffe, euch hat die Reise auch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wer Kenner von der Strecke ist, kann ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie authentisch das war. Also so habe ich den Wien Westbahnhof gar nicht mehr in Erinnerung. Aber schönes Gleisvorfeld. Aber ich habe es nur noch im Kopf, wie er das letzte Mal recht komplett renoviert worden ist. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt von innen ausschaut. Bis er dann hier so die Treppen nach unten gegangen und auf der anderen Seite war ja dann schon die U-Bahn. Da kann man eigentlich schnell nachschauen, ob der Platz dahinter irgendwie detailliert ist. Was machst du da auf den Gleisen? Haben wir jetzt nicht gesehen. So, bis zum Prellbock. So. Ja, mal da. Jetzt schauen wir mal hier ganz kurz. Ja, genau. So. Einmal kurz hier raus. Naja. Unter dem Motto hier. Ach, hier ist die Straßenbahn. Oh, jetzt wo ich sie, kann mich wieder erinnern. Und da in dem Gebäude geht es dann in die U-Bahn rein. Es ist zumindest angedeutet. Okay, ja gut, das ist einfach nur für die
Optik hier. Naja, also, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.